paar schnelle Fragen zum Stehen. Schön, dass Sie da sind. Bei Beckstein, letzte Woche hat Martin Lindner hier an einem Joint gezogen. Das müssen wir natürlich toppen. Wären Sie so nett, hier heute ein Pfeifchen Crack zu rauchen? Dafür tauge ich nicht. Ich hätte auch anstelle von Lindner den Rotwein genommen. Oder zwei Maß. Echt wahr, dass Sie bei der CSU den Spitznamen Becky der CSU-Igel haben? Könnte sein. Mir selber ist der Spitzname nicht gesagt worden. Stand wahrscheinlich im Spiegel. Fickfilme verbieten? Glaube ich nicht, dass das Sinn macht. Wie war das genau, als Maybrit Illner Ihnen mal das Hörgerät aus dem Ohr reißen wollte? Sie hatte gedacht, es sei nicht ein Hörgerät, sondern ein MP3-Player. Wann waren Sie zuletzt am Grab des Blumenhändlers Enver Zimzek und haben sich da niederknienend für Deutschland geschämt? Ich war überhaupt nicht am Grab, aber ich habe an ihn und die anderen 9 Opfer zum Beispiel gestern gedacht und werde nachher anschließend auch wieder mich damit auseinandersetzen, wenn es um die Frage NSU-Morde und Braune Armee-Fraktion geht. Wen werden wir eher im Dschungelcamp sehen? Christian Wulff oder Karl Theodor zu Guttenberg? Erfolgreicher denn KT. Können Sie jetzt noch mal ein Lob auf den Kleinbürger singen? Singen nicht, aber ein Lob aussprechen, ja. Zur Banalität des Bösen. Was sagt uns das, dass in der CD-Sammlung von Beate Zschäpe folgende Platten gefunden wurden? U2, R.E.M. und Bryan Adams. Dass selbst Leute aus dem absolut verrücktesten verbrecherischen Milieu eigentlich normale Durchschnittsbürgerwünsche in der Musik haben können. Wenn Sie Ihre Frau Bär nennen, wie nennt dann Ihre Frau Sie? Auch Bär. Das kann hinzugefügt werden mit irgendwelchen Attributen, je nach emotionalen Zustand, zum Beispiel lieber Bär oder Saubär. Was ist beim Schildkrötengucken zu beachten? Dass man schneller als die Schildkröte ist und nicht von ihr überholt wird. Bitte Ihr Lieblings-Goethe-Gedicht, Grenzen der Menschheit, mal ein paar Zeilen aufsagen. Ich war in der Schule bei solchen Dingen nie gut. Und dachte, das mögen Sie so gern. Und kann das Ihnen damit nicht aufsagen. Ich habe das schon mal gesehen. Wie hebt er sich aufwärts mit dem Scheitel? Dann habe ich sicher vorher auswendig gelernt. Das hat meine Mitarbeiter mir beigebracht. Okay. Stimmt das irre Gerücht, dass Sie für den Horst Seehofer öfter Schmiere gestanden haben, während er bei den Girls war? Das wäre gut erfunden. Aber ich glaube, da hat er genügend andere Türsteher gehabt. Dobrindt, ja. Wollen wir uns setzen? Günter Beckstein, toll, dass er da ist.